Yo, 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 Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold Edition mit Bernie. Und Julian ruft schon wieder an. Hallo, Bernie, ich bin's, Julian. Ist heute nicht ein schöner Tag, willst du kämpfen? Das letzte Mal, das ist der Ort, an dem du fehlen kannst, wo 30 Ja, so Leute, ich wollte noch Hallo sagen. Und ja, was ich euch noch sagen möchte ist, da ich leider in der letzten Folge kein Vulcano gefangen habe, habe ich es offline gefangen. Gefangen, so muss ich dazu sagen. Und ja, schaut mal, wir haben einen Hotdog. Das ist nichts zum Essen. Nein, es ist Vulcano. Ist zwar erst Level 14, ich habe mir gedacht, ich werde es noch nicht aufleveln, da wir mit der Story weitermachen wollen. Also, yo, gehen wir mal rein. Hallo, hallo. Suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuer? Was wäre ein Abenteuer, wenn eine Schatzsuche? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Gut, du trägst ein wahres Abenteuer aus. Das mag ich an dir. Nimm dies hier. Jo, ein Detektor, damit können wir etwas finden. Einfach in die Gegend herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Dein exakter Fundort, was du selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von Dixit die Items zu finden werden. Aha, ja Leute, weiter geht's. Arena machen wir noch nicht. Wir fahren aber mit dem Fahrrad. Yo, 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 OP, was sagst du? Na Junge, hast du gelernt zu tanzen wie die Kino und Nogas? Ich hab gehört, dass dir einige, eine Mann, eine Frau, wenn du ihre Tänze besiegst. Haben wir hier. Teak City, eine historische Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Ja, 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 ja. So, Leute, ich stelle mal den Sound ein bisschen leiser. Genau. Was haben wir hier? Tanztheater von Teak City. Hm, da schauen wir später rein. Da können wir nicht rein. Dann noch ein OP. Es gibt zwei Türme in Teak City. Einen im Osten, einen im Westen. Aha. Okay, da kommt man auf mich rein. Da auch. Aber da kann man rein. Yo, Tänzer Opi. Das geschah, als ich jung war. Der Himmel verfärbte sich. Ein riesiges fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Kann das das legendäre Hoho gewesen sein? Oh, es ist wirklich ein großes Pokémon. Wenn ja, so muss es offenbar mächtig sein. Ja. Wir werden mal herausfinden, was das so ist. Was ist denn das? Ups. Gehen wir da mal rein. Lauter Opis. Hey, lass mich durch. Lass mich durch, durch. Hey, hey, hey. Wenn du nicht im Besitz des Ordens von Teak City bist, darfst du den Zentrum nicht betreten. Oh no, ich will in den Zentrum. Ja, da haben wir eine Lady, schätze ich mal. Der Turm war ursprünglich viel höher, als er wurde durch ein Feuer beschädigt. Aha, er wurde durch ein Feuer beschädigt. Ist da was? Nee. Wir gehen da mal rein. Mustafa! Oh, du bist das! Du willst stärker werden als kannst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein sollen, zu fangen. Ist das nicht wahr? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein. Also stünde mir eine legendäre Pokémon gut zu Gesichte. Egal. Mich nerven das, dass ständig so eine Schwächling wie du auftauchen. Oh, und ein epischer
Fight gegen Mustafa. Mustafa möchte kämpfen. Mustafa schickt Apollo in den Kampf. Ja Leute, jetzt lernt ihr mal etwas. Wir setzen Gesichter ein. Hey, was machst du? Ich setze Fluch ein. Du kannst ihn nicht verstehen. So. Oh nein, Fluch. Fluch schadet Schnabel. So, wir wechseln zu Wassermann. Dieser Fluch schädigt doch den Pokémon. Ja, das sei mir ganz egal. So, und jetzt. Ah, ich kann doch gar keinen Biss. Nein, wir machen Kratzer. Ah ja, stimmt, ich habe gar keinen Biss nicht gelernt. Seht ihr Leute, wenn ihr Gesichter macht, dann könnt ihr mit normalen Attacken angreifen. Und ja, das gilt aber nur so bei Geist-Pokémon. Und was kommt jetzt? Setzt Magnetilo ein. Für Magnetilo haben wir Steinhammer. Ja, Steinhammer. Los geht's. Intensität. Nein, nicht super, schade. Ich bin verwirrt. Aber bitte, mach deine Intensität und verletz dich nicht selbst. Ja, braver Steinhammer. Und sogar 8. Wow. Spitze, Spitze, Spitze. Und du wurdest besiegt. Was haben du getan, meine Magnetilo? Wow, 342 GP. Ja, Mustafa, so macht man das. So macht man das. Finale. Was vergessen wir denn da? Ein Igler. Braucht sowieso kein Mensch. Und ein Igler wurde vergessen und Finale wurde erlernt. Ja, Spitze. Und setzt Lorblatt ein. Ja, Lorblatt. Kuckuck, Steinhammer. Ah, Kuckuck, Mustafa. Ich will dir mein neues Pokémon vorstellen. Was du haben? Eine Vulcano? Nein, es ist kein Vulcano. Es ist ein Hot Dog. Und? Nein! Los, Hot Dog, Blut. Damit du ein bisschen trainiert wirst, damit du stark wirst. Ja, und Lorbert brennt. Und nochmal Glut. Zieht wieder nur ein bisschen ab, aber das überlebst du schon. Ja, braver. Verbrennung schadet Lorblatt. Und Glut. So, danke. Jetzt darf mein Steinhammer noch mal ran. Na, was mach ich? Das ist also. Ich bin ein Trottel. Nein, ich bin ein Trottel. Was mach ich? Na, sorry, Steinhammer. Sorry. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Tut mir leid. Was mach ich da? Und jetzt. Na. Ja, es ist jetzt nur Heulein. Statt Rasierblatt. Aber jetzt bist du weg. Puh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Trottop 830. Ist der versetzt Zubat ein? Lassen wir unser Donnerlämmchen auch noch mal kämpfen. Danke, Wassermann, du hast super gekämpft. Los, mein Donnerlamm. Donnerschock. Verbrutzle es. Oder elektrisiere es und erschocke es, so muss man ja sagen.
nicht verbrutzeln, sondern elektrisieren. Aber ja, und es wurde paralysiert. Nein, nicht Kung Fu Strahl. Aber ja, es wurde verwirrt. Und dann machen wir nochmal einen Donnerschlag. Aber bitte sei ein braves Donnerlämpchen. Na, Donnerlami, was machst du? Du musst angreifen. Ja, jetzt bin ich nicht mehr verwirrt. So Leute, Zubat wurde besiegt und wir haben Mustafa besiegt. Ich habe verloren, warum nur? Und 231. Mustafa wurde besiegt, jawohl. Ich hasse es, gegen Schwächlinge wie dich hier anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ja, da sieht man wieder, wie schwer. Und Leute, wir machen hier einen Cut und erfahren dann, was Mustafa sagt. Also, ciao.